Du Schatz, hast du in der letzten Zeit was Gutes gegessen? Döner. Oh. Nein, ich muss mich korrigieren. Dürüm. Dürüm, 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 Bonanza. Entschuldige. Alles gut. Ich hatte ein Western-Omelett. Der Dönermann. Oh, ein Western-Omelett. Ein ganzes? Waren auch Bohnen dabei? Nein, aber ich hatte Kühe drin. Ohne Bohnen ist es kein Western-Omelett. Blaue Bohnen. Und Hufstücke. Mmh, Hufstücke. Hufig frisch. Genau. Ach ja. Knuspert wie Fingernagel, aber viel, viel größer. Ja. Deswegen kratze ich mich viel lieber mit einem Huf am Hintern. Allein die Flächen, da muss man dreimal mit der Hand hoch und runter, richtig, mit dem, was du einmal mit dem Huf. Du wolltest was erzählen. Wie viele Menschen wohl nur deswegen den Teufel anbeten, weil sie hoffen, dass er endlich mit seinem Huffuß vorbeikommt, um sie am Hintern zu kratzen. Eins. Ding Dong, sind sie der Teufel? Nein, schade. Ach. Die Ziegenmenschen. Ja. Schade, dass sie nach dem Krieg 78 fast ausgestorben sind. Ja. Wir hatten noch so viel vor. Wir hatten noch unser ganzes Leben vor uns. Ja. Und hinter uns und daneben. Ach, diese Zeitmaschine hat nie funktioniert. Doch, aber irgendwie immer nur kurz davor und kurz dahinter und kurz daneben. Mäh. That's what she said. Und wie war dein Dürüm, 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 Dürüm? Sagen wir so, er bug ein gar vortreffliches Teigfladengedöns, was erschreckenderweise so an die 45 cm im Durchmesser hatte. Ich möchte ihn dafür nicht verurteilen, das ist eine wirklich schöne Größe. Ja, der ist von Schießens. Ich wollte es gerade sagen. Und dann fing er an, alles Mögliche auf diesen Teigfladen darauf zu tun. Wahrscheinlich auch das, ich meine. Wer weiß, was alles in so einem Döner drin verschafft wird. Schüttete seine neue scharfe Soße darauf, nachdem ich sagte, machst du wirklich, wirklich scharf. Macht er wirklich, wirklich scharf. Die war auch nicht mehr rot, die war schon grün. Oh. Ja. Da war das nicht die neue scharfe Soße, da war die schon etwas älter. Jedenfalls war sie gut gereift. Oh, oh. Oh, oh. Deine Frau kommt, ich versteck mich. Deine Frau ist geplatzt, ich bin wieder da. Am Start. Genau, das Problem bei der ganzen Soße. Oh ja, Knoblauchsoße. Der Mann kann das Ding nicht rollen. Also handwerklich nicht, der kriegt es nicht auf die Reihe. Das heißt, er hat es einfach in der Mitte gefaltet, mit Alufolie umwickelt, dass es irgendwie dicht hält und in die Tüte gesteckt. Entsprechend habe ich es auch nicht wie so eine Rolle normalerweise gegessen, dass man oben abbeißt oder so, sondern halt mit Messer und Gabel einfach leer gegessen und danach das Brot vertilgt. Aber es war unfassbar lecker. Mm. Ja. Ich möchte das wieder haben. Wieder in der Größe und ich möchte mich danach wieder nicht bewegen können. Und unsicher sein, ob es die Lähmungserscheinungen von der alten scharfen Soße sind oder ob ich einfach überfressen bin. Oder beides. Oder beides. Für mich wirst du ja immer meine alte scharfe Soße bleiben. Oh. Du bist ein Schmalzkopf. Oder beides.
stehst du eigentlich zu Western? Wo wir schon gedürmt haben. Im Allgemeinen, boah, kann man machen. Ich denke es auch. Es ist so ein Genre, das heutzutage ja irgendwie nicht mehr so beliebt ist. Jein, also das, was so an, in Anführungszeichen, modernen Western, ne, also da bin ich auf jeden Fall mit dabei, sowas wie ja. No Country for Old Men oder hier der andere mit dem Eastwood Opa. Weißt du, was ich meine? Hier der ja, ich mit dem weiß, Eastwood, dem alten. Ja, ich weiß, was du meinst, mir fällt nicht ein, was heißt, aber ich weiß, was du Clint. Meinst. Clint, ja, der Clint, Eastwood. Den weiß ich natürlich. Der Eastwood Opa. Ja. Ach, hier, ich google den jetzt. Clint Eastwood. Opa. Opa. Ja, ich mag das eigentlich auch. Also auch so Serien wie zum Beispiel Justified, das ja auch eigentlich in der Gegenwart spielt, aber doch diese Western-Ästhetik hat. Gran Torino. Ach ja, natürlich. Space Cowboys? Was? Space Cowboys? Hab ich das gesagt? Nein, das habe ich gesagt. Gut, ich dachte, ich hätte mir nicht zugehört. Nein, nein, ich war nur ein bisschen irritiert. Space Cowboys? Space Cowboys. To the sky. Na, 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 na. Ja, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Bei so Western-Klassikern bin ich ein bisschen schwach aufgestellt. Ja, es ist auch irgendwie schwer, wirklich so Klassiker zu finden, die dann auch richtig gut sind. Nee, was denn hier, die dreckigen 7, ja. 12 Uhr in Reno, der andere mit dem... Für eine Handvoll Euro. Genau, 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 genau. Vier Fäuste für ein Halleluja. Sowas. Ja, sowas ist natürlich, das sind natürlich wirklich Klassiker. Die machen auch Spaß. Ja. Wobei es ab der zweiten Faust wirklich eng wird. Aber ich habe tatsächlich auch so Serien wie Bonanza oder Rauchende Colts. Ja. Ich glaube, die lief 20 Jahre oder so. Heute so. Könnte man ja gar nichts mehr mit Rauchen im Fernsehen bringen. Nee, das ging ja gar nicht. Nee, aber wir hatten ja auch nichts früher. Ja. Oder auch überhaupt so, auch so, es gibt auch so kurzlebige Western-Serien aus den 50er, 60er Jahren. Okay. Die sind echt cool. Also, die machen auch heute noch Spaß. Die sind teilweise natürlich, ja, sind halt langsamer. Aber trotzdem, ich gucke die eigentlich ganz gerne mal. Ich habe auch eine Idee, was wir für eine zukünftige Sendung machen können. Ich muss dir da mal was schicken. Mhm. Ich habe sowieso noch Zeug hier liegen, das ich dir mal schicken muss. Oder vorbeibringen. Oder 1000 Meilen Staub. Oh ja, Rawhide. Habe ich zum Teil auch hier liegen mit Clint Eastwood. Ja, ja, deswegen kam ich drauf, weil ich den Wikipedia-Artikel noch offen habe. Genau. Ja. Ich habe jetzt hier, da muss ich mal gerade rüberrollen, dann hört man mich wahrscheinlich nicht. Doch. Schade. The Loner und The Monroes, das sind so alles so kurzlebige Serien, die hatten nur eine Staffel. Aber damals waren Staffeln ja auch 40 Folgen lang. Ich bin gespannt. Oder auch Fury. Das ist tatsächlich eine Western-Serie. Fury? Ja. Mit oder ohne? Was? Slaughterhouse. In der letzten Folge, glaube ich, dann. Und man merkt halt auch, dass es so typisch amerikanisch ist, wenn der Vater zu seinem 10-Jährigen sagt, hol dein Gewehr, wir gehen auf die Jagd. Ach ja. Und dann schleichen sie durch den Wald und sagen, psst, I'm hunting rabbits. Vielleicht habe ich mich auch einfach umgeschaltet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Entenjagd. Hasenjagd.
Entenjagd. Hasenjagd. Entenjagd. Hasenjagd. Entenjagd. Hasenjagd. Entenjagd. Hasenjagd. Ist die durcheinander gekommen, Mut? Vielleicht. Hey, wo kommt der große Rollenstein her? Hasenjagd. Sowas wie Bugs Bunny könnte man in der Art heute auch nicht mehr machen. Ich meine, es gibt hier immer mal Versuche und manchmal sind die auch lustig, aber ja. Wir hatten noch nicht Hair meets Hair geguckt hier und besprochen. Nein. Also drüber geredet haben wir auf jeden Fall schon. Nein. Doch, ich habe dir doch schon erzählt von dem Bugs Bunny Cartoon, wo er im Schwarzwald auftaucht, den Nazi trifft und dann zu Hitler gebracht wird. Und also in einem Sack gefangen oder als Hitler den Sack aufmacht, schreckt er zurück und Bugs Bunny kommt als Stalin verkleidet raus. Das kommt mir nicht bekannt vor. Dann sollten wir das unbedingt mal machen. Was nichts heißt. Ich gucke mal gerade den Link. Ich sehe es schon. Ja. Wir können... Wollen wir direkt besprechen? Wir können, nee, ich sehe schon, wir können das hier ewig, also weitermachen. Das glaube ich auch. Herr meets Herr ist genauso ein Klassiker wie Donald Duck in The Furious Face. Natürlich. Ach, hier ist es, guck mal. Aber das sind alles nur so komische. Das ist ja scheiße. Daily Motion und sowas. Was? 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 Wer? Wer sind Sie? Ich bin Ole, das ist Sven. Nee. Das sind sehr, sehr komische Fernsehabfilmungen, die ich hier sehe. Das ist nicht schön. Meins ist ganz gut hier. Warte, ich schmeiß dir den Link mal zu. Dankeschön. Da. Ah. Dann stelle ich auf Anfang. Die tägliche Bewegung. Bewegen ist überbewertet. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. 3, 2, 1. Pups. Was? Es ist laut. Dann mach's nicht so laut. Okay. Also wir haben es hier mit einem klassischen Merry Melodies zu tun. Einem, Wer ist diese Merry Melodies? Das ist die Frau vom Anton Melodies. Die haben sich aber dann scheiden lassen, weil es war eine keine so schöne Geschichte. Das, als Regie steht da I. Freeling, das war Fritz Freeling. Und diese Geschichte ist aus dem Jahr 1945, was ja klar ist, wenn man sie erst anguckt. Und wir sehen jetzt den Schwarzwald. Und da läuft ein wackerer Bursch in Lederhosen mit einem Dackel durch den Wald. Mhm. Und wir sehen, wie sich die Erde aufwühlt. Und die typische Bugs Bunny-Spur hinterlässt. Ja, der Black Forest. Jetzt sehen wir auch ein Schild, weil sonst wüssten wir nicht, wo wir sind. Ah. Ah, er hat sich vergraben. Ja, er wollte natürlich left in Albuquerque. Und während er auf die Karte guckt, hält ihm dieser Lederhosen-Mensch eine Schrotflinte an den Kopf.
Also fragt Bugs ihn erstmal, keine Karotte knabbernd, wo es denn nach Las Vegas geht. Das überlegt er natürlich jetzt erstmal. Er hat mehrere Orden an seiner Lederhose, seiner kurzen Lederhose. Und jetzt sagt er Bugs ihm, wo es nach Las Vegas geht, und der Mann sagt, Dankeschön, Dankeschön, und geht weg. Der ist nur Las Vegas in Germany. Jetzt hat er es erkannt, deswegen versucht er jetzt mit seinem Gewehr Bugs aus dem Loch zu pömpeln. Der aber seinerseits einen Aufzug benutzt, um aufzuziehen. Ja. What's up, Doc? Oh, der Nazi ist nicht gut gelaunt. Jetzt verbiegt Bugs erstmal seine Orden. Jetzt verbiegt er selbst seine Orden, um das zu testen. Und schimpft schön mit Huber, Schindel, Schickelgruber. Und Bugs macht jetzt was sehr Lustiges. Er verkleidet sich als Hitler. Ah! Ja, sofort hat sich der Nazi umgezogen, seine SS-Uniform. Weißt du, wer das ist? Man kann es am Gesicht erkennen. Ja, es könnte der fette Hermann sein. Genau das. Bugs zieht ihm erstmal die Hose aus. Ach, mein Führer. Er versucht sich jetzt bei Bugs Adolf einzuschleimen und kisst seines Führers Hand. Und färbt dabei ab. Nuttenbeuglutten. Und erschreckt sich, als er sich im Spiegel sieht, mit einem aufgemalten Hitlerbärtchen. Und grüßt natürlich sein eigenes Spiegelbild. Ja. Fällt dir auf, dass die Hakenkreuzbinde jetzt an einem anderen Arm ist? Ja. Interessant. Ah, jetzt kommt Bugs auf einem Pferd angeritten als Walküre. Natürlich nicht zu verwechseln mit dem großartigen What's Opera Doc. Da kommt er auch als Valkyrie, aber das ist was anderes. Und natürlich ist. Wir nennen ihn mal Hermann. Vollkommen hin und weg und verkleidet sich als Wikinger. Mit Helm und Lendenschurz. Nichts bekleidet als einem Eberfell. Und sie tanzen darum. Ein Walzer. Was auch sonst. Ja. Es ist wunderbar, oder? Ein Träumchen. Jetzt tanzt Bugs ein bisschen weiter. Und flirtet. Hermann tanzt hinterher. Ja. Wie leichtfüßig er da hüpft. Für so einen fetten Menschen. Und Bugs lässt ihn gegen sein Schild knallen. Und zieht sich nackig aus. Was Hasen halt so tun. Ja. Oh, jetzt, es soll wahrscheinlich ein Falke sein, das ist mein Geier. Also Hermann hat sich ein Tier geholt. Eventually this guy is a foreigner. Und Bugs erklärt dem Vogel jetzt, wie ein Hase aussieht. Mhm. Der Vogel guckt ihn sich mal genau an. Ah ja, so, okay. Da weiß er Bescheid und fliegt weg. Glaubst du, er wird mich fangen, fragt er jetzt Hermann. Und langsam merkt Hermann erst, dass er hinter ihm steht. Und tatsächlich hat er ihn gefangen, der Vogel, in einem Sack. In einem Loch, beziehungsweise im Hasenloch. Hm. Also blöd ist der Vogel gar nicht. Nee. Jetzt haut Hermann ab mit dem Sack, die Ohren gucken raus. Und er bringt ihn zu Hitler. Der gerade Solitär spielt. Ja, heil me. Buxenheimer Bunny. Ja.
Ja, ist gut. Hitler gibt ihm wieder einen Orden. Und dann öffnet er den Sack und erschreckt. Da guckt Hermann da rein und erschreckt. Und dann kommt Bugs als Stalin raus. Das ist großartig. Das ist einer meiner All-Time-Favorites. Kann ich verstehen. Ach, schön. Nicht wahr? Ja. Schön. Was? Weise Voraussicht, ja? Ja, ja. Ach, ach, ach. Und sonst so. But I won't do that. We didn't start the fire. Dela war's. Weißt du, dass so ein Laptop auf den Bauch warm macht? Genau. Ja. Ich höre nichts mehr auf dem rechten Ohr. Dann musst du jetzt mehr links reden. Erinnerst du dich an Aya, Rita, Wallis, Winter, Aya, Niki, Le, Eklöf? Also du kennst sie wahrscheinlich eher unter ihrem Ehenamen. Aya Rita Eklöf Berliner Mauer. Geboren am 20. März 1954 in Schweden, gestorben am 31. Oktober 2015, auch in Schweden. Und es war eine schwedische Modellbauerin, die behauptet hat, die Berliner Mauer geheiratet zu haben. Deswegen der Doppelname. Seit dem 9. November 89 sah sich übrigens Eklöf Berliner Mauer als Witwe an, da an dem diesen Tag die Mauer zerstört worden sei. Von 79 an waren sie verheiratet. Ach, ach, ach. Sie erfand den Begriff Objektsexualität. Ja. Ja. Also Objektophilie. Du kennst es. Ja klar, ich bin Gitarrist. Ja. Ich mag die mit dem großen Loch. Ich weiß. Ich kenne dich. Aber die beiden haben getrennt gelebt, also sie ist nach der Eheschließung in Berlin wieder nach Linden in Schweden gezogen. Okay. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wurde das anerkannt in Schweden? Selbst wenn, was hätte das... Also steuerlich oder so. Witwenrente, keine Ahnung. Ich stelle mir das gerade... Ja, dazu müsste ja die Mauer was verdient haben. Hat sie das nicht? Das war immerhin eine Person, zu werden, aber eine Person von Weltruhm. Also. Naja, das war ja keine Person. Das war ja das Problem an der ganzen Sache. Also das können wir eigentlich nicht wissen. Ob sich die Mauer nicht vielleicht doch als Person gesehen hat. Wir werden es nie erfahren, sie ist ja 89 gestorben. Ja, schade. Also, nicht, ja. Nein, das klang jetzt auch wieder falscher als nach. Da wird mir nur wieder ein Strick draus gedreht. Ach, Quatsch. Ich schneide das eh raus und
komplett aus dem Kontext gerissen, wie ha, alles. Ha. Du sagst es. Ja. Mein Bier ist leer. Ich hab noch einen Schluck. Aber meins ist eh alkoholfrei. Hast du auch einen Sockenschuss? Dafür müsste man Socken tragen, oder? Nicht unbedingt. Das ist eigentlich nur so ein Gerät, bei dem die Socken zusammengeschossen werden mit einem dünnen Faden, damit sie nicht auseinander verloren gehen. Mit dem berühmten Sockenschussgerät? Ja. Mit dem man Füße umbringt? Ja. Ja. Bolzenschuss für Füße. Eben, eben. Bald, Flo, bald ist Nikolausabend wieder Weihnachten. Da. Bald ist Nikolausabend da. Stellst du deinen Stiefel rein? Und draußen vom Walde, da komme ich her. Muss euch sagen, ich schwitze heute sehr. Stellt dir Nikolaus ein Deo rein. Yay. Deo, wir fahren nach Lodz. In Excelsis Deo. Ist das schon unsere Musical-Folge? Ich hoffe. Die Knucken knuckeln. Nie Knuck Knubbel? Nie Knuck Knubbel. Ist das eine neue Beule oder freust du dich nur, mich zu sehen? Das ist ein Mückenstich. Mückenstich, Mückenstich. Das wurde einfach Mückenstich, das. Also jucken. Ach ja, Mückenstiche. Oh, ich habe ja eine Liste fiktiver Tiere. Also fängt an mit Affen. Mit Abu aus Aladdin, mit dem Äffle vom Pferdle und Äffle, dem Bibliothekar aus der Scheibenwelt, Dr. Cornelius vom Planet der Affen und so weiter. Gott, gibt's viele Affen. Gott, gibt's viele Ameisen. Gibt nur zwei Ameisenbären. Planet der Affen könnte ich auch mal gucken. Elise, den Ameisenbär und wen noch? Sniffles aus Happy Tree Friends. Okay, da bin ich raus. Das war auch ganz lustig. Ja, Planet der Affen ist richtig spaßig. Ich habe die Originalreihe jetzt vor ein paar Monaten nochmal geguckt. Ja. Man merkt natürlich, dass so im Laufe der Zeit immer weniger Geld da war. Aber eigentlich sind sie gar nicht so schlecht. Nein, der zweite ist ein bisschen komisch, aber... Und dann dieser komische Dingsbums. Wie heißt er denn? Tim Burton Film, ja. Planet der Affen. Ja. Den man ja vergessen kann. Okay. Und die neue Reihe ist sowieso gut. Na dann. Werde ich mir das irgendwann mal... Die meisten fiktiven Dodos heißen übrigens Dodo. Gibt es nicht fiktive Dodos? Es gab ja mal Dodos. Ja, ja, aber... Jetzt sind sie alle fiktiv. Ich stelle mir so eine Armee von Dodo-Zombies vor. Die ganz friedlich da rumhüpfen.
nach Gehirnen quaken und sich den Kopf einschlagen lassen, weil sie ja zu doof sind, aus dem Weg zu gehen. Wenn ich groß bin, werde ich auch ein Dodo. Dodo. Du überlebst da, nicht, ich überlebe nicht. Aber wir können nur hoffen. Ja, das stimmt. Wusstest du, dass die blaue Elise im englischen Original männlich ist? Aber Elise ist ein komischer Name für ein Männchen. Naja. Ich habe in der letzten Zeit ja gar keine Filme geguckt. Oder irgendwas anderes, weil mir zu warm ist. Ich habe das Böse unter der Sonne geschaut, aber das ist schon ein bisschen her. Ich habe als Böse unter der Sonne gelitten. Ich fand die Sonne schon böse, bevor es cool war. Ja, als sie noch in kleinen finnischen Clubs geschehen. Als sie noch in sehr kleinen Clubs geschehen. Ja. Ach Gottchen. Ja. 7 Kinder und kein Mann. Ach. Das wäre ja auch eh nur ein 8. Kind. Guck mal, was ich mit meinem Waschlappen machen kann. Oh. Denkst du, die Flecken gehen wieder raus? Die sollen gar nicht rausgehen. Ich habe den jetzt markiert. Ja, aber war Mainz. Das Absicht? Wiesbaden. Wiesbaden. Ach Gott, ja. Was ist das denn? Mainz. Wiesbaden. Unter den fiktiven Kamelen. Ist auch Wiesbaden. Ja. Ist das Kamel der Zigarettenmarke Camel? Und Du Mistvieh. Aus Pyramiden von Terry Pratchett. Okay. Den habe ich gar nicht mehr gedacht, bis ich es gerade gelesen habe. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich bin so jetzt so nach und nach alle nochmal am Durchlesen. Aber das sind für mich eher Winterbücher. Also die klappen im Sommer nicht so. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Sommer habe ich meistens irgendwas Gewalttätigeres. Oh, schön. Bin ich auch. Was ist denn das? So. Da, Finnland ist das da hinten. Aber die Sonne noch in kleinen Clubs scheint. Nein, der UN-Drogenbericht ist raus und angeblich nehmen finnische Jugendliche besonders viel Amphetamine zu sich und ich kann mir das so überhaupt nicht vorstellen. Ich schon. Die sind dann normal schnell, oder? Die sind Finnen. Hm.
Ich mag diesen Artikel von Sascha Lobo hier. Wenn Hitler wieder aufersteht, nennen sie ihn den in manchen Kreisen als rechtsnational verschrienen Adolf Hitler. Leider hat er recht. Ja. Sag mal, riech ich so? Du stellst Fragen. Nein, Flo, nein. Dann ist dein Nachbar wohl schon länger tot. Hat der ist gut. Weißt du, was diesen Abend noch retten könnte? Ja, aber dann müssten wir die Aufnahme ausmachen und ich müsste mein Latexkostüm anziehen. Ach, Knoblauch ist toll. Zupfst dir die Augenbrauen? Du wartest nicht drauf, dass deine Glatze sich ausbreitet? Nein, meine Augenbrauen breiten sich nämlich so heftig aus, dass die Glatze übernehmen würden. Und da muss ich was dagegen tun. Das sind richtig so Tentakel, die da rauskommen. Es ist nicht schön. Also, die gesamte Fläche. Hm. Oktopusaugen. Und dann sind da manchmal so graue Haare drin. Mhm. Die wachsen schneller als die anderen. Nicht nur das, das sind richtig wie so Draht, der sich dann nach vorne bohrt. Und wenn die sich nach unten bohren in deine Augen rein, das ist nicht schön. Wie ich das hasse. Ja. Ja, im Alter kommt komisches Haarwachstum an komischen Stellen. Ich möchte jetzt auf die Stellen nicht näher eingehen. Ach, ach. Wir können natürlich an dieser Stelle auch über Rückenbehaarung sprechen. Die Rückenbehaarung ist was Tolles. Ja, im Kinn habe ich auch ein paar Haare. Was ich hier an Rückenbehaarung mag, ist gar nichts. Es hat auch Vorteile. Wenn sich jemand auf deinen Rücken setzt zum Reiten, kann er sich besser festhalten. Ratsch, au. Wenn du zum Beispiel als zahmes Mammut gehalten wirst, bist du froh, wenn du Rückenhaare hast. Ach, tätschel mal mein zahmes Mammut. Nur wenn jemand guckt. Vielleicht ist es dann nicht ganz so zahm. Miau. Tschö. Ja. Und Amazon steckt mir ein Rasiermesser vor. Wie praktisch. Für so viele verschiedene Zwecke. Ja. Am Rücken, ich pack schon mal die Bleistifte weg. Ach ja, du warst ja zu Gast in diesem einen Podcast. Willst du davon was erzählen? Bloß nicht. Nee, war schön. Es ist immer schön, bei euch im Podcast zu sein. Ihr Stephen King, König, Dame, Gast, Bube, Großmutter. Jonas, Flo, Dela, King. Nee, immer wieder gut. Macht Spaß. Ja, du hast diesmal auch echt ein gutes Buch erwischt. Also. Ja, stimmt. Und für mich ist es halt total spannend, weil ich es sonst nicht lese. Weil, also schon, aber nichts, wo ne, Worte drin vorkommen, sondern nur, wo Zahlen drinstehen. Ist cool. Ich bin jetzt auch für ein paar andere Werke gebucht worden, die ich auch jetzt im Regal stehen habe. Oh. Ja, kam heute mit der Post an. Vielen Dank Wunderbar. An die Podcastende.
Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das eine Buch kannte ich vom Inhalt her so grob, weil meine beste Freundin davon erzählte, dass sie es gelesen hat und gar scheußlich gruselig fand. Ja, zu diesem Buch müsstest du eigentlich noch ein weiteres lesen. Okay. Weil da hat er wieder was gemacht. Also in beiden Büchern gibt es, sagen wir mal, hat die Hauptfigur eine Vision. Aha. Und diese Visionen, da überschneiden sich diese beiden Bücher. Also sie war eine Vision des anderen Buchs. Ah. Das ist ein bisschen, ja, aber ja. Na ja, gut, wenn du erstmal ein gewisses Repertoire an Dingsen Welt aufgebaut hast, dann kannst du natürlich dir schöne Arbeit sparen, indem du einfach darauf verweist, was du schon geschrieben hast oder noch schreiben wirst. Wobei das irgendwie auch so parallel entstanden ist. Also es ist nicht einfach so, ach, machen wir mal einen Rückblick da drauf, sondern ja. Ach, es wird schön. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt so ein bisschen was umgestellt und werden dann, ja, ein paar nette Geschichten und ein paar merkwürdige Geschichten wieder haben in der näheren Zukunft. Und bald auch eine meiner Lieblingsgeschichten, mein allererster King. Okay. In einer kleinen Stadt. Ah. In einer kleinen Stadt. Den Titel kenne ich irgendwoher. Aber warum? Weiß ich. In einer kleinen Konditorei. In einer kleinen Stadt. In einem unbekannten Land. In einer kleinen Konditorei. Schweinekuchen wohl bekannt. Horrorroman von Stephen King. Es spielt in einer fiktiven Kleinstadt. Castle Rock im US-Bundesstaat Maine. Da warst du ja. Und da spielte der Sheriff mit, den du gesprochen hast. Das ist so verwirrend. Ja. Bla bla Augen, bla Blut, bla Sheriff, Sheriff, ah. Schüssel, Bam. Okay. In einer kleinen Konditorei ist ein romantisches deutsches Filmdrama, das 1929 stumm gedreht und nachträglich mit Dialogen versehen worden ist. So wie unser Podcast. Irgendwie schon. Ich glaube, wir haben einen Folgentitel. Dann merke ich dir, ich habe ihn schon wieder vergessen. Ach, in einer kleinen... In einem kleinen Podcast. In einer kleinen Konditorei. Ich habe Dinge im Hals hängen. Das ist doch schön. Nein. Das kommt immer darauf an. Ja. Wessen Ding es ist. Oh ja. Ja. Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. In einer... Ich gebe das natürlich nicht dieser Folge, sondern der anderen Folge. Weil... Ajo. Ajo. Dann haben wir wenigstens für dich schon mal einen Titel. Was ist das? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Ich werde in ein Spiel eingebaut. Oh oh. Hat das was mit Handschellen zu tun? Das bleibt natürlich immer zu hoffen, aber das kann ich nicht garantieren an dieser Stelle. Oh.
Schuhplattler. Ja, nur ohne Schuhe. Aber platt bist du. Nee, ich bin rund. Was rund? Ich bin keine Scheibe, ich bin eine Kugel. Ach, wie die Erde. Nee, die Erde muss eine Scheibe sein, sonst würde ich von ihr ständig runterrollen, wenn es eine Kugel wäre. Schlachendrian. Naja, immer noch besser als ein Flachwichser. Das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Flap, 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 flap. Achtung, der kommt flach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Flo. Mein T-Shirt kam heute an. Oh. Ich bin jetzt wieder im Besitz eines T-Shirts ohne Vogelkacke. Das ist schön. Es fühlt sich falsch an. Ja. Ich komme vorbei und ändere das. Oh ja. Bring einen Vogel mit. Ach so, ja, okay. Bitte. Den kannst du dann auspressen über meinen Klamotten. Vogel pressen. Ach, Vogel. Vogel. War nicht noch irgendwas mit Vogel? Komm, okay. Großer schwarzer Vogel. Unsere Gästin fragt, was genau ein Flachwichser, also wie das aussieht. Schickst du ein Bild oder schicke ich ein Bild? Nee, was macht man da? Soll ich das mal Google-Bilder suchen? Ja, Flachwichser. Da kommt bestimmt jetzt Trump, oder? Wörterbuch. Flachwichser. Substantiv. Maskulin. Der. Derb abwertend. So, gucken wir mal auf die Bilder. Was ist das? Ach so, ja, da kommt ein Aldi-Prospekt mit einem Flachwichser-Set zum Fensterputzen mit Rechtschreibfehler. Okay, nein. ein Bild, auf dem steht, Kinderarzt kann jeder. Nazis, okay, verstehe ich. Ein Bild der erhabenen Bruderschaft der Sphäre. Ist das? Ein Bild von Brüderle? Ich habe hier zwei nackte Leute, die an einem Bahnhof stehen vor der Kameras. Ja, hier, fuck Trump. Ah. Und ich habe noch ein Bild von Hitler und noch eins von dem hier, dem Neo-Mann. Hier, ZDF, Neo, wie heißt der? Der. Böhmermann. Danke, ja, genau. Böhmermann. Du hast andere Bilder als ich. Ich benutze auch eine andere Suchmaschine wahrscheinlich. Wirklich? Weil nicht Google, sondern DuckDuckGo. Die benutze ich auch öfter, nur nicht für Flachwichser. Ja. Aber ich will mir angewöhnen, auch öfter mal Ecosia zu verwenden. Wen? Diese, die Bäume baut, pflanzt. Die nutzen ihre Gewinne, um Aufforstungsprojekte zu unterstützen. Aha, aha, aha. Ja, sehr schön, sehr schön. Warte mal, kann ich mir die haben zum Beispiel sowas wie Flachwichser drin, also so eine Prospekt, da steht halt beim Metzger gekacktes. Mhm.
Es scheint immer noch so ein bisschen zu regnen, so einzelne Tropfen. Ah, bei mir ist auch Hitler dabei jetzt. Und ein nicht lustig Comic. Ja, den habe ich auch gesehen. Und zwar einer bei mir, ja Florian, du kannst auf die Toilette gehen. Genau das. Aber nicht wieder auf die Toilette und zum Mond fliegen. Mano. Ich fühle mich irgendwie ertappt. Verständlich. Hast du auch diesen Cartoon dabei, wo die Mutter vorm Schaufenster steht mit ihrem Kinderwagen und im Schaufenster steht ein Plakat, jedes Kind kann schlafen und darunter ja. ist eine Keule für 29,95 abgebildet. Ja. Oder wie Reinhard Grebe schon sagte, im Mittelalter war Narkose eine Frage des Holzhammers. Ja. Heute ist es auch nicht viel anders. Und ein Link zu einer Firma namens Wixer.ch. Ingenieurbüro für Akustik und Bauphysik. Die habe ich auch gerade gefunden. Und bei Bauphysik musste ich ja nicht denken. Also, gestern, um unsere deine Frage zu beantworten, nein. Wie war die Frage? Wie sieht das aus? Meistens weiß und fleckig. So wie Hendrix T-Shirts. Jetzt fühle ich mich ertappt. So. So? So. Ach so. Ja. Und ich dachte schon. Nein. Dings. Ach, Dings. Ach, Dings. Dings, 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 Dings. Du sollst doch nicht um deinen Dingsbums weinen. Das ist aber traurig. Das sagte Dings auch. Ja. Der Bums. Der nicht. Der redet nicht mehr. Weißt du, dass die Färöer Inseln, dass es da eine Punkband gibt? Ich habe davon gehört, erschreckenderweise, ja. Gut. Die heißt 200. Also 200. Oder so ähnlich. Warum? Bitte sag nicht, das entspricht der Einwohnerzahl. Auf eine 200-prozentige politische Haltung für die Lösung, für die Loslösung der Färöer von Dänemark. Okay. Zitat: Wer den färöischen Punk nicht kennt, weiß nicht, wovon Punk überhaupt handelt. Tja, dann ja. sind wir wohl unwissend. Okay, wusstest du, dass es eine Band namens Jew Driver gibt? Warte ab! Eine jüdische Skinhead-Band, die vorwiegend Lieder der Nazi-Band Screwdriver nachspielen, allerdings mit pro-jüdisch abgeänderten Texten. Menschen sind jetzt generell schon was sehr, sehr, sehr Seltsames. Ja. Ah.
gründete zusammen mit jungen zionistischen Skinheads eine neue Band mit dem Namen True Driver, die häufig bei Hochzeiten und Bar Mitzvah spielte. Okay. Naja. Na gut. Vielleicht machen die sehr, sehr romantischen Krach. Ja. Vielleicht haben die auch eigene Songs. Es ist halt alles ein bisschen. Wir leben in spannenden Zeiten. Ja. Kennst du auch die Puppet Masters? Das ist eine Berliner Hip-Hop-Band, die ausschließlich aus Handpuppen besteht. Okay. Könnte gut sein. Naja, vielleicht sind die Lieder ja nicht so lang wie You Suffer von Napalm Death. Das hat den Rekord als kürzest je aufgenommenes Musikstück. Mhm. Siehst du, wie kurz es ist? Ah, 1,316 Sekunden. Wie heißt das? You Suffer. Der Text besteht aus einer Zeile: You Suffer, but why? Da fällt mir ein, ich wollte mal den Wassenkrach-Podcast anschreiben. Ob die auch mal eine Folge über den Film Heavy Metal machen. Aber, naja, zumindest einer von denen uns hört. Sag mal, Stefan, mach doch mal. Der ist so bescheuert, ich wäre gern dabei. Oh Mann. Ich habe hier noch einen Artikel gefunden, der passt perfekt in unseren Podcast. Nachdem wir ja eben den Muppet-Content mit dem Handpuppen-Rap hatten, habe ich jetzt den Schnulzenerlass aus dem Juli 1968. Ja. Der hat zur Entreuplekisierung des österreichischen Rundfunks geführt. Mhm. Die haben damals den Auftrag bekommen, mehr internationale Unterhaltungs- und Popmusik zu spielen. Ich bin ja bei solchen Gesetzen wirklich immer ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, das war nicht die schlechteste Idee. Heute ist es umgekehrt. Richtig. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, wer es noch nicht gehört hat, muss es nachholen. David Hasselhoff und Blümchen haben zusammen ein Lied aufgenommen. Ja. Ich dachte, es wäre Playback, aber sie spielten es im Fernsehgarten und es war so schief, es muss live gewesen sein. Aber es war wenigstens ein Lied über Stinkfüße. Wie das Lied Stinkfoot von Frank Zappa. Okay, ich kann das Schnuffeln nicht mit den Zähnen von meinem Mikro abziehen. Nicht nur das Schnuffeln, ich erinnere mich an ziemliche Bissverletzungen. Das lag daran, dass ich dachte, es wäre ein Toupet. Es war kein Toupet. Nein, aber man kriegt ja in dem Alter Haare an ganz merkwürdigen Stellen. Ich musste gerade irgendwie an die Simpsons-Folge mit dem Toupet des Todes denken, wo Homer die Haare von Snake implantiert bekommt.
Oh oh, oh oh. Deine Frau ist heimgekommen, jetzt gibt's Schläge. Nee, ich habe das Mikrofon aus dem Stativ gezogen. Ja. Ja. Unser Chat wirft uns gerade eine aktuelle Meldung rein. Die funktioniert am besten, wenn man das Bild dazu sieht. In Barcelona wurde ein Mann festgenommen mit einem halben Kilo Kokain unter seinem Toupet. Ich weiß ja bis heute nicht, wie die Beamten darauf kamen, dass da was nicht stimmt. Das sieht einfach aus, als hätte ein Hahn ohne Kopf auf der Rübe sitzen. Ja. Der Sunday Morning wird berichten. Mit Sicherheit. Ich mochte ja auch in einer der letzten Folgen die Meldung über den Typen, der die heißen Spaghetti im Supermarkt geklaut und sich in die Hose gesteckt hat. Das hat er auch gesagt. Manchmal frage ich mich wirklich, wie es der Mensch so als Tierart einfach geschafft hat, so lange zu überleben. Es kann doch nicht nur den Daumen liegen, oder? Nee. Okay. Unsere Gästin schmuggelt wohl Wassermelonen. Ja. Blob. Oh Mann. Wir müssen öfter Gäste haben, das ist sehr lustig. Oder so ein Chat oder so. Tatsächlich mal live senden. Das wäre wirklich mal lustig, aber glaubst du, wir würden irgendwas rauskriegen an. Ja. Nächstes Jahr im Podstock. Worten. Live. In Farbe. Nackt. Willig. Und mit uns. Und Hühnerblut beschmiert. Ja, natürlich. Also anders geht das bei mir sowieso nicht. Ich weiß. Ja, und dann hätten wir da bei dir im Hintergrund. Hier ist nichts im Hintergrund. Das klingt, als würde ein Flugzeug landen. Ja, so ist es auch ungefähr. Es fliegt gerade ein Flugzeug über mich hinweg. Ah. Aber das war noch weit weg. Als ich noch in Weisenau gewohnt habe, waren die so laut, dass man nicht aufnehmen konnte, wenn sie über einen flogen. Ja. Also schon, aber nur bei geschlossenem Fenster. Deswegen wurde es im Sommer wirklich warm. Ich hasse den Sommer. Ich hasse Aufnahmen. Oh, warte mal, da kommt gerade jemand. Oh, es ist deine Frau, sie hat einen Baseballschläger dabei. Au! Au! Au!